Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verrücktes Recht, lustige Gesetze und Urteile, wo wir mittlerweile bei der 15. Vorlesung, beim 15. Video angekommen sind. Und ich habe mal geschaut, von der aktuellen Menge her wird das das vorletzte Video sein, das heißt eins danach folgt noch. Und dann bin ich eigentlich so das ganze skurrile Zeug durch, was sich so über die Zeit angesammelt hat. Vielleicht wird irgendwann nochmal später was dazukommen, allerdings nicht allzu zeitnah. Und ja, schauen wir uns einfach an, was uns heute erwartet und fangen mit dem Gesetz zum Thema sinnlosen Rasengießen an, das aus Nova Scotia in Kanada stammt. Und da ist verboten, den Rasen zu gießen, während es regnet. Das Gesetz ist an sich sinnvoll, gehe ich mit, weil warum sollte man das tun? Allerdings muss man einen Schritt weiter gehen und überlegen, warum gibt es das Gesetz? Und dann lautet die Antwort, irgendwer muss das wohl mal gemacht haben, sonst würde man es nicht verbieten. Und da zweifelt man dann schon wieder so ein bisschen an der Vernunft der Menschen, warum das gemacht werden muss, warum das jemand getan hat. Aber wie gesagt, das Gesetz an sich ist meines Erachtens sehr sinnvoll, umweltschonend und wassersparend. Von daher, ja, Daumen hoch für das Gesetz. Danach gehen wir, wie immer oder wie so oft, in die USA, genauer genommen in den Bundesstaat Massachusetts. Denn da ist verboten, zur Abkühlung die Füße aus einem Fenster zu hängen. Ich vermute mal, dass hier irgendwann mal jemand beim Kühlen der Füße aus dem Fenster rausgerutscht ist, sich verletzt hat oder vielleicht sogar jemand gestorben ist. Ist dann zu einem Prozess gegangen, zu einer Anklage gegen den Hauseigentümer und im Rahmen des Prozesses dann wahrscheinlich dieses Gesetz erlassen wurde. In Deutschland ist es Anglern verboten, einen Fisch mit Mindestmaß wieder in das Wasser zurückzusetzen. Ja, hatte ich mich auch gewundert, aber ja, tatsächlich ist das so geregelt. Wenn der Fisch mindestens Mindestmaß hat, muss man ihn mitnehmen, theoretisch. Viele machen das nicht, finde ich an sich auch ganz gut, wenn man den eh nicht essen würde. Warum sollte man ihn dann mitnehmen? Aber gut, das ist anscheinend so geregelt und vielleicht hat das was auch mit Tierschutz zu tun. Vielleicht gehen wir davon aus, ja, durch den Haken ist der Fisch innerlich so verletzt, vielleicht sogar wenn den Kiem hängt, dass er dann qualvoll verendet. Ich muss gestehen, wissen tue ich das nicht. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es gleich zu einem schmerzhaften, längeren Tod führen wird. Natürlich das Tier ein bisschen eingeschränkt, keine Frage, aber ja, das Gesetz existiert und streng genommen müsste man sich daran halten. Aber ich glaube, können ja gerne die Anglerfreunde, die eventuell das Video sehen, mich korrigieren, aber ich glaube, dass das nicht so streng kontrolliert wird. Ich kenne zumindest ein paar Angler und diejenigen, die keinen Fisch essen, die setzen die auch wieder zurück und haben damit auch kein Problem. Im Bundesstaat Kalifornien der USA ist es verboten, Schnecken, Elefanten und Faultiere als Haustiere zu halten. Gut, bei Schnecken kommt man vielleicht noch auf die Idee, da die in ein Terrarium zu packen. Bei Elefanten und Faultieren wäre aber nie auf die Idee kommen, aber auch hier muss wohl wieder jemand mal etwas gemacht haben, wo man dann gesagt hat, du, pass auf, das geht so nicht, schon alleine Thema Artenschutz, wobei ich bei Schnecken, wie gesagt, da jetzt nicht so das Problem sehe. Und man hat es verboten. In Frankreich ist es verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen, quasi, weil es natürlich dann eine Beleidigung des Volkshelden Napoleon Bonaparte darstellt und ja, daher verboten. In Toledo, im Bundesstaat Ohio der USA, ist es verboten, Menschen mit Schlangen zu bewerfen. Das erschließt sich wahrscheinlich für den normalen Menschenverstand, dass man sowas nicht machen sollte. Aber man muss es mal anders sehen. Es gibt auch in jedem Land irgendwo oder fast jedem Land ein Gesetz, das quasi das Gebot bedeutet, du sollst nicht töten. Und ja, man hat argumentiert, wenn es in keinem Gesetz steht, ist es erlaubt. Und deswegen muss man es verbieten. Und anscheinend ist man hier auch sehr speziell geworden, weil es irgendwann mal wieder passiert ist. Im Bundesstaat Utah der USA ist es verboten, vom Rücken eines Pferdes aus zu angeln. Wahrscheinlich ist auch hier mal wieder was passiert. Weiß jetzt auch nicht, wo das Problem ist, damit das Pferd vielleicht nicht belastet wird, weil Angeln dauert ja doch ein bisschen länger. Oder ob es zu einem Unfall kommt, wenn das Pferd dann doch mal durchdreht, sich dann die Sehne irgendwo in ein Geäst oder Gebüsch verheddert. Weiß ich leider nicht, konnte ich nichts zu finden. In Barber, im Bundesstaat North Carolina der USA, ist es Hunden untersagt, mit Katzen zu kämpfen. Das finde ich ganz spannend. Das ist wieder so eine Sache, wo man ein Tier versucht, das vorzuschreiben, wo ich mir sage, es kann unmöglich funktionieren. Aber ich vermute mal, dass dann der Halter, wenn es denn einen Halter gibt,
zur Rechenschaft herangezogen wird. Allerdings natürlich, wie soll das mit Straßen, Hunden und Katzen funktionieren? Also an sich ist das Gesetz obsolet. Im Bundesstaat Oklahoma der USA ist Walfang verboten. Klingt erstmal ganz toll, ich bin ja auch für Walfangverbote. Witz daran ist, Oklahoma liegt inmitten des Landes und grenzt an kein Meer. Das heißt, wenn da nicht gerade SeaWorld oder ein anderer Park ist, der eventuell Wale hat, wo man eventuell einen Wal fangen könnte, dann tritt das eh nicht ein. Das wäre wie wenn wir das in Deutschland ebenfalls einführen würden, dieses Gesetz, dass innerhalb der Grenzen Deutschlands Walfang nicht erlaubt ist. Dann ist das toll, hat aber keinen Effekt. In Zion, im Bundesstaat Illinois der USA, ist es verboten, Haustiere eine entzündete Zigarre anzubieten. So passiert bei Affen, denen man das Rauchen beigebracht hat und die dann auch geraucht haben. Das galt natürlich als Tierquälerei und zack, hat man es entsprechend verboten. Im Bundesstaat Tennessee der USA ist es verboten, Fische mit Lassos zu fangen. Also nur klassisch mit der Angel, dem Speer, mit den Händen oder sonst was, allerdings nicht mit dem Lasso. Im Bundesstaat Kansas der USA ist es verboten, Hasen von einem Motorboot auszuschießen. Das heißt, wenn man mit einem Motorboot durch Kanäle, Seen und Flüsse düst, dann darf man natürlich von da aus nicht auf Hasen schießen. Die Chance, dass man trifft, dürfte wahrscheinlich eh relativ gering sein, vermute ich mal stark. Außerdem wird es schwer sein, Hasen zu sehen überhaupt. Ja, aber warum es jetzt das Gesetz insgesamt gibt, kann ich mir nicht vorstellen, außer halt, dass es denkbar ist, dass es doch relativ viele Kollateralschäden gibt. Im Bundesstaat Florida der USA muss die Parkgebühr entrichtet werden, wenn man Elefanten an einer Parkuhr festbindet. Also das ist nicht verboten, was darf man? Allerdings muss man dann die Parkgebühr zahlen. Das finde ich so ein total krasses Gesetz und ich versuche jetzt mal hier in Deutschland vorzustellen, man kommt irgendwo an einem Bahnhof oder irgendeinem Parkplatz, wo Parkuhren stehen. Ich meine, auch wenn es die klassischen nicht mehr gibt, und dann steht da so ein Elefant angebunden mit einem Ticket, das da irgendwo hinter die Ohren gelegt ist oder so. Also ganz skurrile Dinge. In Chicago, im Bundesstaat Illinois der USA, ist es verboten, mit einem Pyjama bekleidet zu angeln. Ohne Worte, keine Idee, warum das verboten ist. Jeder kann sich doch so anziehen, wie er möchte, meines Erachtens. Und ich sehe weder für den Angler noch für den Fisch oder wer auch immer Versand, der vorbeikommt, da ein Problem drin. Keine Ahnung, warum das verboten ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weiß ich nicht. In Cambridge, in Großbritannien, ist es verboten, auf der Straße Tennis zu spielen. Auch hier sagt der vernünftige Menschenverstand, das hätte ich so oder so nicht gemacht. Allerdings, es ist halt passiert und hat natürlich den Verkehr aufgehalten und daher muss ein Gesetz erlassen werden. In Waterloo, im Bundesstaat Nebraska der USA, dürfen Friseure von 7 bis 19 Uhr keine Zwiebeln essen. Der Grund dafür ist nicht einfach zu finden. Angeblich, und das erschließt sich auch irgendwo, war der Mundgeruch dann wohl so stark beim Frisieren, dass sich da die Gäste beschwert haben, dass es tatsächlich bis zu einem Gerichtsurteil kam und das verboten wurde. In Tulsa, im Bundesstaat Oklahoma der USA, dürfen Mineralwasserflaschen nur unter Aufsicht eines geprüften Ingenieurs geöffnet werden. Das ist eine ganz krasse Regelung, finde ich total geil. Man darf sie nicht aufmachen, außer man holt sich einen Ingenieur oder ist gerade zufällig einer. Aber hier muss ich dazu sagen, wie auch in jeder Vorlesung zu diesem Thema, viele dieser Gesetze sind uralt und meistens nicht sinnvoll und werden in der Regel nicht vollstreckt. Vermute ich jetzt auch mal stark hier, dass das normale Leute da auch machen dürfen, ohne dass direkt Anzeigen hagelt. Wobei man bei der USA ja mal ein bisschen aufpassen muss, da ergehen ja sehr schnell mal sehr viele Urteile und ja, ist ein Volk, das gerne klagt, sage ich mal. Und kann durchaus sein, dass man dann irgendwer mal, wenn er es dagegen hat, ein altes Gesetz auskramt, dass das vollstreckt wird. In Lefors, im Bundesstaat Texas der USA, darf man im Stehen nicht mehr als 3 Schluck Bier in Folge trinken. Ja, auch das wieder so ein Gesetz, was höchstwahrscheinlich nicht vollstreckt wird. Die Frage ist auch, wie soll das wer überprüfen? Gibt es da einen Bierinspektor, der durch die Pubs geht und dann in Zivil zählt, wie viele Schlücke man nimmt? Also an sich ist es totaler Quatsch und die Frage ist, wozu ist es gedacht? Schwer zu sagen. Mögliche Idee wäre, Alkoholüberkonsum zu verringern. Bringt aber erstens nichts, wenn es keiner kontrolliert, zweitens, wenn es keiner kennt
Und drittens setzt man halt ab und nimmt dann wieder drei Schlücke. Ob ich jetzt 30 Züge brauche, um Bier zu trinken, wenn es ein großes ist, oder ob ich 10 mal 3 Sachen brauche, das spielt auch keinerlei Rolle. Die paar Sekunden, die man da vielleicht länger für braucht, aber gut, sei es drum. In Brawley, im Bundesstaat Kalifornien in den USA, ist Schnee verboten. Ja, Sonnensteinstaat in der Sonnenscheinstadt ist es ja auch so ein bisschen, dass man diesen Status wahren möchte. Und daher hat man Schnee verboten. Ich glaube allerdings, dass das Wetter nicht auf Gesetze reagiert und es trotzdem schneien wird, wenn die entsprechenden Bedingungen vorherrschen. Und im Rahmen des Klimawandels gibt es zwar verschiedene Modelle, aber genau vorherzusagen, ob die so eintreffen, das kann doch aktuell noch gar keiner. Ich meine, klar, dass es einen Klimawandel gibt, aber wie der sich am Ende kann es auswirken, schwer zu sagen. Vielleicht wird es in Brawley in Zukunft schneien. Unwahrscheinlich, aber nicht undenkbar. Und da wird das Gesetz auch nichts daran hindern. Im Bundesstaat Texas der USA ist es verboten, mit Schwert oder Speer bewaffnet zur Wahl zu gehen. Also Schrotflinte, Armbrust, vollkommen in Ordnung, aber Schwert und Speer, das ist nicht in Ordnung. Und das sollte man nicht tun und er macht das schon ganz ehrlich. Naja gut, lassen wir das einfach mal so stehen, ne? Im Bundesstaat Louisiana der USA gilt es als leichtes Verbrechen, jemand mit natürlichen Zähnen zu beißen. Beißt man hingegen jemand, während man ein Gebiss trägt, dann ist das als schweres Verbrechen zu behandeln, weil dann hat man ja quasi eine Tatwaffe. Also totaler, absoluter Quatsch mal wieder. Jemand zu beißen ist Verbrechen, das wird unterschieden, sind es echte Zähne oder künstliche. Und bei echten ist es noch so halb okay und bei künstlichen dann ist es schon schweres Verbrechen. Totaler Quatsch. In Elkhart, im Bundesstaat Indiana der USA, ist es Friseuren verboten, Kinder anzudrohen, ihnen die Ohren abzuschneiden. Egal, ob das ernst gemeint ist oder zum Spaß. Es war wohl tatsächlich mal so eine Floskel gewesen. Pass auf, du, schneid dir die Ohren ab. Natürlich noch auf Englisch, I will cut your ears. Aber das war wohl teilweise so bedrohlich, führte dann zu einem Prozess und man hat es dann halt verboten. Im Bundesstaat Kentucky der USA ist es Pflicht, mindestens einmal jährlich zu baden. Ja, braucht es dafür ein Gesetz? Gibt es jemanden, der weniger als einmal im Jahr badet? Schon allein aus persönlichem Interesse kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand das seltener macht, aber gut, irgendwer fand, das muss gesetzlich geregelt sein und das kann eh nicht überwacht werden. Da müsste ja jederzeit zu jedem immer einer daneben stehen. Aber gut, sei es drum. Auch das existiert und brauchen wir eigentlich nicht. Im Bundesstaat West Virginia der USA ist das Schlafen in Zügen verboten. Das fand ich hingegen ganz krass. Verstehe auch nicht warum. Also klar, dass der Zugführer vielleicht nicht schläft, das erschließt sich mir noch, aber als Fahrgast gilt diese Regel ja auch. Keine Ahnung, warum man das verbietet. Also wenn man Einpennen dadurch seine Haltestelle verpasst, dann ist das bestimmt auch ärgerlich. Aber das mit Gesetz quasi dann umzusetzen, ich weiß nicht, wo das Problem liegt und wie alt das ist. Aber vielleicht habt ihr eine Idee, dann könnt ihr gerne, ihr könnt sowieso zu allen der Sachen, wenn ihr was sagen wollt, gerne die Kommentare. Aber hier fehlt mir so die komplette Fantasie, wozu es dieses Gesetz auch mal früher vielleicht gegeben haben könnte. Auch so zu Zeiten vielleicht von Postkutschen, wo die Eisenbahn erst so aufkam. Auch da sehe ich den Sinn nicht drin. Aber gut, wie gesagt, wer eine Idee hat, kann das gerne mal mitteilen. In der Schweiz ist es strafbar, Autotüren zuzuknallen. Das wird sich so mancher wohl wünschen, der irgendwelche Mitfahrer hat, die ja, die Türen nicht immer ganz sanft zu machen. In der Schweiz ist das nicht strafbar, gilt natürlich nicht als Sachbeschädigung, aber quasi ist eine Form von Ruhestörung. Und ja, das wird wohl auch tatsächlich ab und an umgesetzt. In Kanada ist es verboten, ein Flugzeug während des Fluges zu verlassen. Also auch zum Fallschirmspringen oder sonst was ist das nicht erlaubt. Es soll aber Ausnahmegenehmigungen geben, beziehungsweise es ist so, das Gesetz hier wird nicht streng gehandhabt und daher kann man natürlich auch in Kanada Fallschirmspringen etc. machen. In Big Nell, im Bundesstaat Indiana der USA, ist das Eisessen mit einer Gabel auf dem Flughafen verboten. Ja, keine Ahnung. Was passiert da im Worst-Case-Szenario? Das Eis fällt runter und macht ein bisschen Dreck auf dem Boden vielleicht. Dann wird es halt weggewischt und gut ist. Aber irgendwem ist das wohl massiv aufgestoßen und es gab anscheinend Stress, vermute ich zumindest mal. Ansonsten wird sich das Gesetz mir nicht erschließen. Und zack, wurde es verboten.
In Cicero, im Bundesstaat Illinois der USA, ist das Pfeifen auf öffentlichen Straßen an Sonntagen verboten. Und meist ist es so, wenn an Sonntagen was verboten ist, dann hat das entweder den Grund, dass es ein Ruhetag ist und eine Art Ruhestörung ist, oder aber einen christlich inspirierten Hintergrund. Hier in dem Fall vermute ich mal, dass es was mit Ruhestörung zu tun hat. Wahrscheinlich kann das Pfeifen sehr laut natürlich sein, das kennt ja jeder. Vor allem wenn man dieses Pfeifen macht, wo man die beiden Finger quasi in die Seiten steckt, kann das sehr laut werden. Und anscheinend war das irgendwem oder zu häufig störend gewesen und zack, wurde es verboten. Ist also nicht ganz abwegig, das Gesetz. In Glendale, im Bundesstaat Arizona der USA, ist verboten, mit dem Auto rückwärts zu fahren. Ja, kaum vorstellbar, dass dieses Gesetz umgesetzt wird. Schon alleine beim Rückwärts-Ausparken ist es ja interessant, beziehungsweise beim Rückwärts-Einparken. Eigentlich unvorstellbar, dass es dieses Gesetz gibt, weil es wird dort bestimmt auch Sackgassen oder andere Sachen geben, wo man nicht umlenken kann. Und spätestens dann ist man ja gezwungen, rückwärts zu fahren, egal wie vorsichtig man fährt. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass das Gesetz wirklich auch so umgesetzt wird. Und last but not least, im Bundesstaat Wisconsin der USA ist das Küssen in Zügen verboten. Warum? Man weiß es nicht. Ich weiß nur ein ähnliches Gesetz, was ich schon mal hier hatte. In Frankreich, da war das Küssen am Bahnsteigen verboten, weil manche Liebespaare so lange gebraucht haben, um sich zu verabschieden dadurch, dass Züge Verspätungen hatten und es immer wieder zu Stress zwischen Schaffnern und Gästen kam. Vielleicht hat das hier einen ähnlich gearteten Grund, man hat es dann quasi komplett verboten für Züge. Ja, mag sein, kann ich nicht genau sagen. So, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Und wie immer hoffe ich euch, dass es euch gefallen hat, dass ihr ein bisschen schmunzeln konntet. Und vielleicht habt ihr ja auch eine Bemerkung oder eine Idee zu irgendeinem eins dieser verrückten Gesetze, die ihr in die Kommentare schreiben wollt. Weil gerne bin ich auch bereit, natürlich auch dazu zu lernen, was das angeht. Ist immer sehr schwer, die Ursprünge zu finden. Aber wer das weiß, kann es natürlich gerne teilen. Und jetzt will ich euch gar nicht mehr so lange volllabern. Und wünsche euch nur noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Vergesst kein Abo dazulassen. Über einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Supportet mich. Das hilft natürlich immer. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und tschüss.